Okay, so, das wäre erledigt. So, weg meinte doch, der Ausbruch hätte seinen Ursprung beim Vordereingang der Mall. Sehe ich mir mal an. Einfach perfekt.
Was zur Hölle geht denn hier? Ja. Ich wette, ich habe gerade jeden gekillt, der den Code kannte. Erstaunlich, wie nützlich ein Filter ist. Cool, das kriege ich hin. Zünd mir einer den Sack an. Was ist denn hier geschehen? Warum sehe ich mir das überhaupt an? Na komm, Frank. Hier steht, dass die Leute für den Black Friday Sale anstanden. Haben wohl mehr bekommen, als sie wollten. Militärwichser untersuchten, was hier geschehen war. Das waren keine Soldaten und ganz sicher auch keine Zombies. Also was zur Hölle ist hier los? Oh Mann! Was ist das? Ich versuche seit Wochen hier reinzukommen. Wow.
Hey, was machst du da? Verpfeif dich! Nur die Ruhe, Kumpel. Es ist genug für alle da. Hey, Kollege. Das ist meine Story. Hau ab! Oh, du bist Frank West. Der Held von Willamette. Ich bin Darcy. Wir könnten doch zusammenarbeiten. An der Story, unserer Story. Schon klar. Im Ernst? Du solltest Paula kennenlernen. Meine Freundin, also Redakteurin. Sie hat einen beliebten Podcast. Berichtet schon seit Wochen über diese Obscurus-Typen. Obscurus? So nennt sich diese Gruppe also? Ja. Paula weiß alles über die. Ich glaube, ich möchte deine Freundin kennenlernen. Wo ist sie denn? Ich glaube, sie ist im Rathaus in Old Town. Ja, Mann, sprich mit ihr! Sie wird durchdrehen, wenn sie hört, dass ich Frank West für uns angeheuert habe. Alles klar. Danke dir und bis bald. Tja, Willamette, du bist immer für eine Überraschung gut. Also dieser Brad Park, Leiter des ZVK, sagt, es gebe in Willamette einen Ausbruch und Vicky Chu sei schon da und schnappe sich die Story. Meine Story. Und als wir über Willamette sind, BAM! Trifft uns eine Rakete. Ich finde zwei Sachen heraus. Erstens, Vic ist schon seit Wochen hier. Sie untersucht eine paramilitärische Gruppe und die Ereignisse am Vordereingang der Mall. Und das ist zweitens das Blutigste, Widerlichste und Seltsamste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Auf gar keinen Fall Material für Mainstream-Titelseiten. Also es ist nicht nur Obscurus in der Stadt, aber Decken verteilen die sich ja auch nicht. Also auf nach Willamette, um rauszufinden, was sie vorhaben und wer sie bezahlt. Hoffentlich.